Stirb, Zombie! Du Otto! Okay. Diese Musik macht's echt nicht angenehmer. Muss ich so ganz klar sagen. Also. Oh, das macht mich so fertig. Okay. Das ist natürlich. Das war definitiv zu nah an Minecraft dran vom Geräusch. Boah, macht mich das fertig gerade. Ich hoffe, euch macht es auch ein bisschen fertig, weil dann hätte ich genau mein Ziel erreicht, was ich erreichen wollte. Ach, guck mal hier, Deep Slate Kohle. Das ist doch auch cool. Das ist doch, glaube ich, auch nicht so häufig, dass man die findet. So, gehen wir erstmal wieder hier runter. Und dann gucken wir mal da vorne unten noch. Na, hier müssen wir ja eigentlich auch noch runter. Guck mal, hier geht es auch so weit runter. Und hier sind auch überall Löcher drin. Ach, hier sind wir letztes Mal, glaube ich, runtergefallen gewesen. Deswegen ist das hier auch so schäbig ausgeleuchtet nur. Da vorne ist aber noch Eisen. Das schnappe ich mir mal. So, hallo, schönes Eisen. Ja, da holen wir doch hier einiges raus. Da hinten ist alles ausgeleuchtet und hier in der Mitte ist noch dunkel. Und ich glaube, wir sind hier jetzt langsam an einem Punkt angelangt, wo wir so die letzten Stücke der Höhle erreichen könnten. Sehr schön. Ne, keine Gewalt. Ne, ich möchte hier keine Gewalt verherrlichen. Wollte ich nur nochmal sagen. Das hier ist alles reinste, das sind alles Stuntmänner. Ne? Das sind Stuntman-Monster, die dafür leben, dass man so tut, als würde man sich abschießen und töten. Aber eigentlich sind das alles nur die besten Stunt-Einlagen der Welt. Ja, ja. Keine Gewalt oder sowas hier, ne? Das kann ich natürlich nicht, ne? Das kann ich natürlich nicht bringen, so als Lehrer. Hier Gewalt verherrlichen in Form von Monster killen. Das ist natürlich ein absolutes No-Go für mich. Ne? Da muss ich hier eher bildungsauftragsmäßig gucken, dass ihr das hier alles gut zugeht und dass ich euch passend zurede. Ne, keine Drogen und kein Alkohol, außer, ne? Außer halt, man trinkt halt mit. Nee, ne, natürlich. Drogen sind schlecht und sowas und Alkohol ist schlecht und ja, Bildungsauftrag, würde ich sagen, haben wir erreicht. Für dieses Let's Play. So, hier geht's runter. Ah. Aber hier ist nichts mehr. So, noch ein bisschen. Boah, wir haben gerade echt Glück mit dem Eisen, ne? Puh. Also die Atmosphäre ist schon krass. Das muss ich aber sagen. So, hier geht's auch weiter. Ah, und hier geht's weiter. Eigentlich wollte ich jetzt von der Klassenfahrt erzählen, aber. So eine Höhlentour, die lenkt dann doch ein bisschen zu viel davon ab. Boah, das ist schon geil, wie viel Eisen wir rauszimmern können. So, und hier auch. Sehr schön. Was haben wir denn jetzt? 44 und 11 Iron-Ohren. Das ist ja. Ja, das nenne ich mal eine Ausbeute. Ne? Wir sind noch lange nicht fertig, so wie das aussieht. Wobei, Eisen können wir auch noch aus unserer Eisenader rausziehen, ne? Also ist ja nicht so, als wäre das hier jetzt unsere einzige Eisenquelle. So, hier runter. Da unten sind wie viele Skelette? 3, 4 Skelette. Jawohl, alles getötet. Jetzt müssen wir hier nur noch Fackeln verteilen. Das ist, glaube ich, das größere Problem. Vor allen Dingen, wenn wir einfach out of Fackeln sind. Ah, was bin ich denn für ein Noob? So, ganz schnell jetzt hier. Da unten, habe ich schon gesehen, sind Creeper wieder gespawnt.
So, und jetzt bloß nicht den Enderman angucken, sonst bin ich komplett im Arsch. So. Oh mein Gott. Musik, du machst es nicht besser. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Da vorne ist auch noch irgendein Höhlengang. Uah. Ach krass. Da haben wir jetzt gleich echt hier alles verbunden. Das hätte ich nicht erwartet, als wir gerade angefangen haben. Ich weiß auch gar nicht, wo wir hier jetzt rauskommen. Mit, an welcher Höhle wir da jetzt dran sind und sowas. Keine Ahnung, fragt mich das nicht. Ist mir auch egal, ich bin einfach happy, dass jetzt soweit keine Monster mehr spawnen. Und auch das dürfte wieder unserer Monsterfalle helfen. Beziehungsweise unserem... Okay, und ich habe keine Ahnung, was mit dem Shader los ist. Das gehört doch hier mit zu dem Horrorszenario, oder nicht? Okay. Wir machen jetzt Folgendes, bevor der mir gleich wieder das Spiel zerschießt. Ich weiß nicht, was los ist. Ich gehe noch mal kurz auf den Complimentary zurück. Wie gesagt, ne, bevor der mir jetzt das Spiel jetzt wieder zerschießt. Oh, keine Ahnung, was das soll, was momentan los ist. Ich habe nichts umgestellt, überhaupt nichts. Und trotzdem passiert sowas. Das macht mich so fertig, ne? Ich weiß gar nicht, wo wir da hinten sind. Habe ich Gold dabei? Gold habe ich dabei, ja. Oh. Und noch ein bisschen Eisen mitnehmen. Ist auch immer gut. So, dann gucken wir mal, wo wir da jetzt rauskommen. Kommen wir da schon wieder an der Haupthöhle raus? Ich glaube, ne? Ich glaube, wir sind gleich wirklich an der Haupthöhle zurück. So. Boah, mein Puls ist immer noch. Und diese Musik. Es macht mich fertig. Ich bin echt... Puh. So. Ach, ich weiß, wo wir sind. Da vorne ist die Eisen. Hier ist die Eisenader. Ha. Da sind wir also. Ja, das ist ja auch mal eine angenehme Überraschung. Ich glaube, hier können wir lang gehen, ne? Glaube ich. So ein bisschen zumindest, ja. Doch, das passt ganz gut. Dann gehen wir hier wieder rüber und ja, dann bringen wir die Sachen jetzt weg, würde ich sagen. Dann lasse ich jetzt auch mal die Complimentary Shaders wieder drin. Vielleicht ist das auch besser. Ich glaube, für die Frames ist das auf jeden Fall besser. 260 FPS hier unten in der Höhle. Das ist echt unglaublich. Ja, das ist dann auch der andere Riesenunterschied zwischen Forge und Fabric. Ich benutze ja mittlerweile Fabric. Ich habe sonst immer den Forge-Modloader benutzt, schon seit Ewigkeiten mit Optifine zusammen. Und jetzt benutze ich hier Fabric mit Sodium und Iris für die, die es noch nicht wussten. Und seitdem läuft halt Minecraft deutlich flüssiger. Ja, Rethinking Voxel Shader läuft eigentlich auch super flüssig, aber seit einem bisschen Zeit macht der total Probleme. Ich habe noch nicht rausgefunden, woran es liegt, weil... ich habe an den Einstellungen nichts mehr geändert und in der Zwischenzeit haben sich diese extremen Probleme entwickelt. Diese ständigen Renderausfälle und so weiter. Also das ist schon ziemlich, ziemlich blöde. Ach komm, wir gehen lieber unten rum, bevor mich gleich wieder irgendwas oben überrascht. Wir haben ja zum Glück diesen schönen Weg hier hoch. Den können wir auch nochmal ausschmücken, ne? Ich glaube, das wäre auch noch eine gute Sache. So und so und so und so. Ja, durch dieses ganze Vorproduzieren gerade ist auch so ein bisschen, ich sag mal, gerade der Wurm drin, was jetzt das Quatschen angeht oder was die Ideen angeht. Ich habe noch viele Ideen, viele Dinge, die ich angefangen habe. Aber momentan bin ich halt an dem Punkt, wo ich gerade
Ja, ich weiß auch nicht, zu viel aufnehmen muss, damit es wirklich Spaß macht, hier die Ideen umzusetzen. Erstmal pennen gehen. Ah, gute Nacht. Ich trinke mal ganz. Nee, ich trinke jetzt keinen Schluck. Hallo Hundi. Na, alles gut bei dir? Achso, nee, ich mach mal ganz kurz. Was könnte ich denn jetzt machen? Ich bringe erstmal die Sachen weg, die wir jetzt eh nicht brauchen. Das heißt, ein bisschen Cleanies. Das war alles anscheinend. Ein bisschen Deep Slate. Tuff, 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 tuff. Da kommt die Diorit rein. Das Monsterzeugs. Aus den Bones machen wir. Ach, die können wir da so reinpacken. Zack, Spider-Eye hatte ich, glaube ich, auch mal hier drin. Eins, genau. Da packe ich einfach mal das zweite drauf. Ach nee, komm. Nur die Sachen bringen wir richtig weg. Dass wir einfach ein bisschen Platz in den Taschen schon mal kriegen. Und dann können wir gleich Fortune nehmen und das alles mal schön hier fertig machen. So, Spider-Eyes haben wir echt viele mittlerweile. Und das Fleisch kommt hier drin. Und jetzt bin ich echt mal gespannt. Wir waren ja eine Zeit lang dann jetzt hier in der Gegend. Oh, das war laut. Boah, ist das laut. Okay, Wie schaut es denn aus hier? Hallo! Boah, ist das laut gewesen. Ja, das nenne ich doch mal eine fette Ausbeute. Also, oh mein Gott, ist das laut. Aua, versteht ihr mich noch? Hallo? Hallo? Kein Baumehl. Kein Gunpowder. Super, und dafür habe ich gewartet. Na gut. Wie dem auch sei, gehen wir mal wieder hoch. Zodele und Zodele. Und dann können wir hier alles wegpacken gerade. Pfeile, 13 Pfeile haben wir raus. Ah gut, wir haben noch ein paar Sachen aus der Höhle jetzt, glaube ich, dabei gehabt. Aber das sieht schon richtig, richtig gut aus. Wie viel FPS haben wir hier gerade? 200 FPS, das sieht auch gut aus. Ein bisschen String, ne? Die schönen String-Tangas für die Schäfchen. Und dann können wir mal schauen. Ups, so. Und dann mache ich jetzt erstmal... Boah, ich dachte, ich habe mich gerade schon die ganze Zeit gefragt, ich mache mal ein neues Lied an. Ich habe mich gerade die ganze Zeit schon gefragt, was denn das jetzt für ein komischer Sound ist die ganze Zeit. So, was brauche ich denn jetzt? Die Fortune-Hacke. So, 48 Lapis. Dann haben wir dreimal normales Redstone. Sehr schön. Und 17 mal Deep Slate Redstone. Da könnten wir auch bald was mitmachen, ne? Mit dem Redstone. Ich glaube, das würde sich auch anbieten, dass wir da mit Redstone irgendwie... Keine Ahnung, fragt mich nicht, aber... Was Cooles machen. Deep Slate Lapis haben wir auch noch 9. Ja, wir kriegen leider gerade kaum Level, weil sich ja die Spitzhacke immer sofort repariert. Gold gibt... Ne, der Rest... Kohle gibt Level noch. Weiß nicht, wie rare die gerade ist, aber ist mir egal. So. Wenigstens ein bisschen Level. Dann dreimal Gold. Und... Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Eisen. Dann machen wir hier mal so ein schönes, ne? So ein schöner Quader an Eisenerz. Yay! Ach, das ist doch was Tolles, hier so viel Eisen abbauen zu können. Ich frage mich, das war jetzt ungefähr ein Stack. Ich bin mal gespannt, wie viel Eisen wir da rauskriegen mit Fortune. Aber das dürfte einiges sein, hoffentlich. So, jetzt wird schon wieder super diesig und regnerisch. Ich hoffe mal, dass das jetzt hier kein Gewitter gleich wird. Sonst kriege ich echt die Krise. Das könnt ihr mir aber glauben. So...